Hallo, heute möchte ich euch einige Formen der Bestäubung vorstellen, die sich über Millionen von Jahren zwischen Blütenpflanzen und Tieren herausgebildet haben. Um alles begreifen zu können, müsstest du den Grundbauplan einer Blüte kennen. Solltest du das Video zur Bildung einer Kirschfrucht gesehen haben, wirst du alles Weitere verstehen. Wie du weißt, sind Bienen an der Übertragung des Pollens beteiligt. Sie fliegen die Blüten an, da sie auf der Suche nach dem zuckerreichen Nektar sind, den die Pflanzen ihren Bestäubern anbieten. Farbige und auch weiße Blüten weisen auf ein reiches Angebot hin. Die intensiv gefärbten Blütenblätter werden so ausgebreitet, dass sie von weitem sichtbar sind. Die Pflanzen bilden die Farbstoffe ihrer Blütenblätter natürlich selbst und setzen sie gezielt zum Anlocken von Insekten ein, die ein Farbempfinden haben. Bienen und Hummeln besitzen ein sehr gutes Farbengedächtnis. Gerne fliegen sie vor allem gelbe und blaue Blüten an. Hier ist ein Teil des Blüten. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.